Herzlich willkommen zum zweiten Video der abschließenden Reihe zum Thema RESTful Interfaces und Spring Boot. Ich würde mich jetzt noch mal ganz kurz mit dem Thema Testautomatisierung auseinandersetzen, denn da gibt es auch sehr viele schöne Möglichkeiten, Tests zu automatisieren mit Spring Boot, mit und ohne Spring Boot, muss man sagen. Ich würde gerne da zwei, drei kleine Hinweise geben und für die Details dann natürlich auf die Doku verweisen. Also auf zum Thema Testautomatisierung. In unserer Aufgabenstellung ist nur eine Test-Coverage von 50% erwartet. Mit den Sachen, die ich Ihnen hier vorstelle, kommen Sie locker auf deutlich, deutlich mehr. Was Sie hier sehen, ist das V-Modell nach Herrn Beam aus dem Jahr 1979, also der ist der Erfinder des V-Modells. Zur Wiederholung nochmal, er sagt ja, dass verschiedene Ebenen des Softwareentwurfs immer komplementiert oder ergänzt werden sollen durch entsprechende Testebenen. Also wenn ich einen Grobentwurf mache, kann ich daraus Testfälle ableiten und das ist dann mein Systemtest. Ich mache einen Feinentwurf, also entwickle so zusammenhängende Komponenten, mache dann integrierte wieder, mache einen Integrationstest oder ich überlege mir die Module, also in unserem Fall Java-Klassen oder etwas größere Zusammenhänge und mache den Modultest. Und jetzt können wir mit der Testautomatisierung auf zwei Ebenen im Wesentlichen angreifen, nämlich einmal auf der Modultestebene. Das wären also klassische JUnit-Tests. Oder wir können Ende zu Ende oder größere Strukturen testen, also tatsächlich so ein Teil der Systemintegration testen, indem wir die Testtreiber von der JUnit-Ebene so ein bisschen hochziehen und die von uns implementierten Controller testen. Also da sind wir eher in der Lage, nochmal so zusammenhängende Anwendungsfälle zu testen und nicht so kleine Atome. Und da ist die Frage, wie kann man da vorgehen? Was kann man tun? Es gibt eine Möglichkeit, also diese einfachen Unit-Tests, indem Sie einfach die Bordmittel von JUnit verwenden, mit der Helmcrest-Bibliothek und SirJ und allen Bibliotheken, die man dann hat. Wenn Sie das Spring Boot Starter-Paket haben, dann ist das im Starter-Paket mit enthalten. Also da haben Sie Helmcrest drin, Sie haben JUnit 5 drin, also inzwischen ist es umgestellt, also wenn Sie alte Videos im Internet schauen, sind die zum Teil noch auf JUnit 4 oder erklären, wie man das alte JUnit 4 umprügelt auf JUnit 5. Wenn Sie das neueste Spring Boot verwenden, dann ist das JUnit 5, das Jupyter mit drin und auch die Zusatzbibliotheken haben Sie alle mit drin. Also Mockito und sowas brauchen Sie nicht extra zu inkludieren, das ist mit dabei, zum Glück. Durchaus verschiedene Hilfsbibliotheken, also SirJ, Helmcrest und so weiter, sodass wir richtig schöne Unit-Tests schreiben können. Was Sie natürlich nicht zur Verfügung haben, wenn Sie solche Unit-Tests einfach schreiben, also Sie sparen sich das Starten vom Server, haben dann natürlich aber auch nicht die Vorzüge, also nicht das Lesen von Umgebungsvariablen, das müssen Sie zu Fuß machen, und auch nicht das Auto-Wired oder sonstige Vorzüge der Spring-Infrastruktur. Sondern da haben Sie im Grunde stumpf Java-Klassen. Alles, was die Java-Klassen benötigen, müssen Sie gegebenenfalls mocken und können dann aber dafür sehr einfache und sehr schnelle Tests schreiben, weil Sie das ganze Server-Gestarte natürlich sparen. Sie können mit Spring Boot arbeiten, das heißt, Sie annotieren dann den Test Case mit Spring Boot Test, zeige ich Ihnen auch gleich nochmal, und dann haben Sie AutoWire zur Verfügung, alle Components, Repositories, Services oder die Controller natürlich werden instanziert, so wie Sie das gewohnt sind, wie in Ihrem Server normal auch. Und Sie können mit den Sachen normal arbeiten. Sie haben Umgebungsvariablen zur Verfügung und das Auto-Wired funktioniert, so wie Sie es gewohnt sind. Sie haben da auch die Möglichkeit, mit Mocks einzugreifen. Da gibt es also spezielle Annotationen. Also man kann trotzdem rein mocken mit Mockbean, dass ich also da zum Teil also in der laufenden Spring Boot Infrastruktur einfach bestimmte Beans ersetze durch gemockte Beans. Auch das geht. Hat den großen Vorteil, Sie müssten also, selbst wenn Sie es mit Spring testen, nicht zwingend eine Datenbank drunter hängen haben. Also nicht mal ein H2 oder sowas, also Hauptspeicher-Datenbank, sondern Sie können im Grunde, wenn Sie die Repositories mocken, können Sie grundsätzlich komplett ohne Datenbank testen und auch sehr genau kontrollieren, was die Persistenzschicht Ihnen zurückgeben soll. Also durchaus auch empfehlenswert bei den Spring Boot Tests mit laufender Spring Boot Infrastruktur und entsprechenden Startzeiten trotzdem gewisse Mocking-Sachen zu machen. Und für Spring Boot Tests, was natürlich wunderbar ist, wenn Sie eine gescheite Architektur eingebaut haben, haben Sie ja so Ihre gesamte Fachlogik eventuell in Services drin. Was, wie man das aufteilen könnte, dazu mache ich auch noch ein Video im Laufe des Wochenendes. Und die können Sie wunderbar testen. Ich habe in meinem Beispiel einfach, da ich noch keine Service-Schicht implementiert habe, einfach einen Controller genommen und den entsprechend getestet. Das zeige ich Ihnen aber gleich in dem Beispiel. Und was Sie noch machen können, ist, Sie können von außen sogar mit Restaufrufe machen.
Und also Spring Boot bietet da den MVC-Mock an. Das ist also im Rahmen von so einem Spring Boot-Test. Und dann können Sie auch die Controller sogar mit Rest-Request testen und gucken, wie die darauf reagieren mit verschiedenen Übergabeparametern und anderen Dingen, die man machen kann. Also das heißt, Sie können so Integrationstests natürlich wunderbar zum Beispiel mit dem MVC-Mock machen oder vielleicht auch mit dem Spring Boot-Test. Je nachdem, auf welche Schicht Sie jetzt reingreifen, um testen zu wollen. Ne? Machen Sie eher so eine Modulschicht, dann nehmen Sie einfache Unit-Tests. Wenn Sie sozusagen größere Zusammenhänge testen wollen, gehen Sie vielleicht in Richtung MVC-Mock. Und ob Sie die Datenbank dann wegmocken oder ob Sie mit einer Hauptspeicherdatenbank wie H2 arbeiten, das sei Ihnen überlassen. Hat beides Vor- und Nachteile. Dann gehen wir in den Source Code rein und ich zeige Ihnen das mal in einem praktischen Beispiel. Ist vielleicht am einfachsten. Ich muss nochmal, um den Test gescheit zu machen, in der Controller-Schicht anfangen. Also ich bin jetzt noch nicht bei Testcode, sondern noch bei meinem Produktivcode und habe den ein bisschen modifiziert. Und zwar habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich injiziere, vorher hatte ich in meinen ganzen Beispielen immer das Auto-Wired hier über dem internen Attribut und dann hat er das sozusagen bei Magic irgendwie an Land gebracht. Ich habe das jetzt umgeändert in Controller, in Constructor Injection. Also das heißt, der Spring Boot instanziert uns automatisch den Project Controller, wenn wir das wollen, und injiziert da auch automatisch das Projekt Repo. Und das heißt, was Sie da eigentlich für sich explizit machen, ist eigentlich der Mechanismus der Dependency Injection. Ich habe hier die Dependencies zu dem Projektrepo und das injekte ich letzten Endes über den Konstruktoraufruf. Mit dem Auto-Wired macht und mit der Spring Boot-Infrastruktur macht Spring Boot das automatisch, aber in dem Test-Case kann ich auf Spring Boot verzichten und das würde ich Ihnen jetzt gerne zeigen. Also, man beachte, ich habe jetzt hier einen stinknormalen Java JUnit-Test geschrieben. Woran sehen Sie das? Hier ist keine Annotation drüber. Und hier haben wir sogar ein paar Sachen. Sie sehen das an meinen Tests. Ich habe jetzt hier so, bin durch ein paar Iterationen durchgegangen. Deswegen sind hier noch so ein paar ungenutzte Imports. Die muss ich nochmal rauswerfen. Aber Sie sehen hier, das ist Mockito ist drin, Hemcrest ist drin. Und Sie haben hier JUnit-Tests mit JUnit 5. Das sehen Sie hier an dem Jupiter. Und an der Testannotation. Also ganz normaler Unit-Test, steht normal. So, und was ist jetzt interessant daran? Ich habe jetzt hier bei der Setup-Methode, habe ich jetzt den Projektcontroller erzeugt, aber ich injiziere dem jetzt von dem Projekt Repo einen Mock. Das heißt, ich mache mir hier mit Mockito, sehen Sie hier an dem Mock-Aufruf, das Mock ist ein statischer Import von dem Mockito. Also das heißt, das Mock kommt aus dem Import. Sie sehen hier Static, deswegen habe ich die Methode zur Verfügung und dann mocke ich mir einfach das Projekt Repo. Ja, also das heißt, das gibt es jetzt nicht, es ist keine reale Datenbank da und das Projekt Repo ist auch nur ein Interface in Java, in Spring Boot, das gibt es auch nicht, sondern das ist halt gemockt. Und in meiner Methode, die ich jetzt teste, dann sozusagen präge ich dem Mock ein Verhalten auf. Das heißt, ich sage ja hier, wenn du, auch das ist hier wieder mit Mockito-Annotation, wenn du findAll aufrufst, das heißt, das findAll ist in der Innerei von meinem Projektcontroller drin, dann liefer bitte ein leeres ArrayList. Das heißt, immer dann, wenn auf dem Controller, auf dem Repo jetzt ein findAll aufgerufen wird, kriegt er einfach eine leere Trefferliste zurück. Und was ich dann mache hier, ich rufe auf dem Controller getAllProjects auf. Der gibt dann hier nach Interface ein Response Entity zurück. Ich zeige es mal ganz kurz. Also das heißt, ich teste jetzt hier diese Methode. Das heißt, getAllProjects gibt mir hier ein Entity zurück und ich habe jetzt den hier, den Projektrepo, den habe ich gemockt. Der gibt ein ArrayList zurück. Und das wird dann, das ist implementiert das Iterable Interface. Deswegen geht's. So. Und jetzt kann ich sozusagen, wenn der aufgerufen ist, gucken, ist der Statuscode okay? Muss er sein, ist ja kein Fehler aufgetreten. Und ist das Ergebnis, das geht hier sehr schön mit den Hemcrest-Annotationen, ist das ein leeres ArrayList? Und ich kann hier sogar noch einen Zusatztest machen. Ich kann sagen, verifiziere bitte, auch das ist wieder Mockito, dass auf dem Repo genau einmal die FindAll-Methode aufgerufen worden ist. Oder ich habe hier ein zweites Beispiel. Ich sage, ich teste die Methode getProject. Also das heißt, das ist jetzt ein Testtreiber für diese Methode hier, ProjectsID. Und hier rufe ich die getProject-Methode auf. Also das hier, die Attribution ist mir der Schnurz für den Testfall. Ich übergebe mir hier nur das ID.
Und da wird Find by ID aufgerufen und genau das mocke ich dann in der Testmethode weg. Ich sage jetzt hier, ich erzeuge mir so ein Testprojekt, präge dann wieder dem Mock ein Verhalten auf. Also wenn du mit der Find by ID Methode und dem Parameter 1 aufgerufen wirst, dann liefere hier dieses Optional zurück und dann mache ich den eigentlichen Test, also ich rufe den Controller auf, das ist ja das Ding, was ich eigentlich testen will und kann jetzt hier wieder mit der Source die Statuswerte abprüfen und kann auch hier gucken, ist das, was der dann zurückgibt, wirklich das Ding, was ich vorhin reingekippt habe. Also ein wunderbarer Unit-Test läuft durch wie Schmitz Katze, kann ich kurz zeigen. Das heißt, ich brauche überhaupt keine Infrastruktur, ich sage hier einfach ran Controller-Test, ich schneide, ich muss jetzt im Video höchstens das Durchlaufen von dem Gradle-Bild ein bisschen rausschneiden. Aber der Test läuft an sich ratzfatz durch. Sie sehen hier, das ist jetzt im Nu bestanden, also keine besondere Startzeit erforderlich. Also ein stinknormaler JUnit-Test läuft wunderbar mit der Nutzung von allen Hilfsbibliotheken. Voraussetzung ist, man muss irgendwo zum Beispiel die Repos wegmocken und dann können Sie die Services oder die Controller eigentlich wunderbar testen. Das zweite Beispiel habe ich Ihnen eigentlich schon gezeigt im letzten Video, wo es um das Thema Proxy-Pattern bzw. REST-Client ging. Und zwar ist das jetzt ein Test mit Hilfe des Spring Boot Frameworks. Das heißt, Sie brauchen sich hier die Annotation Spring Boot Test drüber. Wenn Sie das machen, wird im Hintergrund tatsächlich der Spring Boot Server gestartet und wird Ihre Testfälle werden jetzt im Rahmen der Server-Infrastruktur von Spring Boot aufgerufen. Das heißt, ich habe jetzt hier das AutoWire zur Verfügung und kann jetzt hier zum Beispiel GitLab Proxy auf mir instanzieren lassen. Das geht deswegen, weil bei GitLab Proxy die Annotation Service drüber ist. Also das ist sozusagen eine Component, die ihr automatisch findet und instanziert, genauso wie die Repositories oder die Controller. Also das heißt, da sind wir komplett in der Mechanik von Spring Boot drin. Und dann kann ich mit einfachen Unit-Tests dran arbeiten. Sie sehen hier, die sind jetzt schrottig, wie im letzten Video auch schon, weil hier das Assert fehlt. Ja, aber letztendlich kann ich mit Spring Boot Test locker testen. Der Test wird jetzt nicht mehr durchlaufen, habe ich im letzten Video schon vorgeführt. Grund ist, ich habe das Access-Token gelöscht, weil ich das unvorsichtigerweise im letzten Video gezeigt habe. Der Test-Case zeigt ja auch, dass ich wunderbar Unit-Tests, also auch Umgebungsparameter einlesen kann. Ich kann die ganzen Properties-Dateien nutzen und so weiter. Also das heißt, hier bin ich komplett im Rahmen der Spring-Infrastruktur drin, aber um den Preis der hohen Startzeit. Ich habe hier trotzdem die Möglichkeit, gewisse Sachen wegzumocken. Also ich kann auch hier die Repositories mit Mockbeans versehen. Führe ich jetzt nicht extra vor, können Sie dann nachlesen. Also auch hier ist Mocken möglich. Wenn Sie jetzt hier in dem Testcase einen Mockbean machen, dann überspielt er sozusagen das Originalbean. Also Sie können zum Beispiel von Project Repository einen Mockbean machen und das dann der Infrastruktur unterjubeln. Also auch sowas würde gehen. Also hier ist sozusagen auch unter Nutzung der GitLab-Mechanismen Mocken möglich. Das letzte, was ich Ihnen gerne noch zeigen möchte, ist ein JUnit als Spring Boot Test in der JUnit Infrastruktur. Und das Ding verwendet jetzt von Spring Boot die Hilfsklasse MockMVC. Da ist das Hübsche daran. Damit kann ich direkt auch HTTP-Requests oder gegen dieses REST-Interface Tests laufen lassen. Das heißt, ich kann dem hier sagen, liebes MockMVC, mache mir einen HTTP-Request auf die mit dem Vorspann des normalen Servers, also Localhost 8080 in unserem Fall, auf die auf den Pfad Projects, setze ich hier den Header-Parameter, in dem Fall Authorization, habe ich jetzt keine schönere Methode gefunden und da habe ich ja in dem Security-Video die Autorisierung auf BASIC-AUTH umgestellt. Deswegen muss man hier ein bisschen basteln, das ist BASIC-AUTH und hier mit Base64 encodiert, geert und fährt, das ist Benutzername, Passwort. Der Testcase macht hier nichts Spannendes, der gibt nur die Treffer dann aus, also die Projects, die er gespeichert hat und sagt hier, dass der Status prüft nochmal nach, ist der Status von dem HTTP-Request tatsächlich okay. Und Sie können mit dem End-Expect natürlich auch weitere Sachen testen, also sind die Datenstrukturen so, wie Sie es erwarten. Also auch da können Sie alle Abfragen machen, die Sie mit HTTP-Responses so machen wollen würden. Also damit haben Sie sozusagen eine komplette Möglichkeit, gegen das REST-API eigentlich zu testen, ohne dass Sie noch was Zusätzliches starten müssten, wie so ein Headless Postman oder sowas. Also das heißt, in der CI-Infrastruktur können Sie das hier als stinkordinären Unit-Test einfach mitlaufen lassen, der Ihnen dann auch entsprechende Test-Coverage erzeugt.
Nachteil, wie beim ersten, natürlich relativ lange Startzeit. Also die Build-Pipeline wird hier länger da brauchen. Deswegen bietet sich das natürlich als Integrationstest an. Das heißt, man könnte ja in der sozusagen Commit-Stage für die Entwickler die Unit-Tests, die ganz einfachen, machen und dann in der Akzeptanz-Test-Stage vielleicht eher so diese Integrationstests, die Sie hier sehen, machen. Also das heißt, dass diese Dinger laufen länger und vielleicht wollen Sie die ja nur dann ausführen, wenn wirklich größere Merges stattfinden oder so, werden Sie die Unit-Tests sozusagen bei jedem Commit letzten Endes ausführen. Oder bei jeder kleinen Änderung lassen Sie ja sicher selber auch die Unit-Tests viel laufen. Deswegen muss die natürlich sehr schnell laufen, während es bei den Dingern hier okay ist, dass sie länger laufen, weil sie eben Integrationstests sind. Funktioniert super. Ich starte das mal. Ich glaube, da ist nichts dran, was nicht funktionieren könnte, aber dann haben Sie vielleicht mal so ein Gefühl dafür, wie lange das dauert. Also vielleicht schneide ich ein bisschen was vom Starten raus, aber ich zeige Ihnen jetzt hier mal, was da passiert. Dann, wenn man diesen Mock-Test startet. Also mit MVC-Mock-Test. So, und auch hier wieder hat er die Aufrufe tatsächlich rausgelassen. Ich habe jetzt hier mit der H2-Datenbank getestet und auch hier sind die entsprechenden Ergebnisse auf der Konsole ausgegeben worden. Sehen hat funktioniert und der Test hat funktioniert. Es lohnt sich tatsächlich für Sie, also wenn Sie weitere Projekte mit Spring Boot oder mit Spring Framework im Allgemeinen machen, wenn sich da diese Testvorbereitungen oder die Testmöglichkeiten bei Spring Boot nochmal genauer anschauen. Die Autoren, habe ich den Eindruck, haben damit sehr viel Liebe und Elan sehr viele unterstützende Möglichkeiten geschaffen. Also es ist tatsächlich sehr einfach und es geht sehr schnell, hier Test-Cases zu schreiben, um auf eine sehr schöne hohe Testabdeckung zu kommen, das sehr viel Support-Zeug da. Die Kunst besteht jetzt eher darin, herauszufinden, was kann das Ding alles Tolles, als dass man jetzt die Testfälle selber schreibt. Also wenn man mal weiß, welches API man aufrufen muss, geht das alles verdammt schnell und man hat sehr schnell sehr schöne Resultate. Also es lohnt sich, das mal anzuschauen. Es hat hier zusammenfassend gesagt, ich habe Ihnen jetzt also drei Möglichkeiten gezeigt, wie Sie Testcases schreiben. Einfach stumpf nur mit JUnit, um den Preis, dass Sie sehr viel mocken müssen. Mit Spring Boot Testing, dann haben Sie halt Spring Boot zur Verfügung, dauert aber länger. Dafür haben Sie halt die ganze Spring Boot Infrastruktur zur Verfügung und Sie können mit diesem MVC, Mock-MVC, sogar mehr oder weniger gegen das REST-Interface testen, ohne dass Sie irgendwie Postman oder sowas noch starten müssten. Das waren die Möglichkeiten zum Unit-Testen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, dieses Video hilft Ihnen.